Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollegin Zollner, ehrlich gestanden finde ich, dass heute genau der richtige Zeitpunkt ist, um ganz erneut und ganz frisch wieder über die Frauenquote zu reden. Und ich finde, das zeigt nicht nur der vorliegende Leitfaden und Gesetzentwurf der Koalition, das zeigt auch ein bisschen Ihr Diskussionsbeitrag. Darauf will ich aber gleich noch genauer eingehen. Nun ist der Anlass unserer Debatte heute der Gesetzentwurf der Grünen. Ich will aber trotzdem die Gelegenheit nutzen und auch zu dem vorliegenden Entwurf der Großen Koalition was sagen. Zuerst zu den Grünen. Ich finde natürlich sehr gut, dass in Ihrem Gesetzentwurf der Anwendungsbereich deutlich weitergeht als im GroKo-Entwurf. Ole Schaus hat gesagt, nach Ihrem Gesetzentwurf sind immerhin 3.500 Unternehmen betroffen. Im Vorschlag der Koalition steht aber kein Oder zwischen börsennotiert und mitbestimmungspflichtig, sondern ein Und. Und dieses kleine Wörtchen macht den großen Unterschied aus. Was uns da nämlich als gleichstellungspolitischer Meilenstein verkauft werden soll, gilt gerade mal für 101 Unternehmen. Und die suchen dann bei einer Quote von 30% gerade mal eben nach 174 Frauen. Und ich finde tatsächlich, da ist der Begriff Quötchen durchaus angebracht. Auch bei den angedachten Sanktionen, also ich sehe wirklich schon die Drohung leerer Stuhl, wie alle Unternehmen wirklich in Angst und Schrecken ausbrechen, das ist wirklich alles andere als eine harte Sanktion. Ich finde aber auch, dass der Vorschlag der Grünen mit einer 40%-Quote auch nicht weit genug geht. Es gibt keinen Grund, warum wir uns mit weniger als der Hälfte zufrieden geben sollten. Frauen sind keine Minderheit. Für gleiche und unteilbare Menschenrechte sind Zwischenschritte unsinnig. Und vor 100 Jahren kam auch niemand auf die Idee, den Frauen erstmal ein anteiliges Wahlrecht einzuräumen. Die Linke bleibt dabei, wir wollen 50%. Ein weiterer Punkt, die Grünen fordern, so wie die Bundesregierung, die Quote für Aufsichtsräte, aber nicht für Vorstände. Aber genau dort spielt die Musik. In den Vorständen werden die weitreichenden Entscheidungen getroffen. Und deswegen brauchen wir eine verbindliche Quote für alle Führungsetagen, erst recht, wenn wir ein Gesetz Führungskräftegesetz nennen. Und noch ein paar ganz grundsätzliche Anmerkungen, und dazu komme ich zu den da können wir gerne auch an anderer Stelle drüber diskutieren, aber hier geht es um die gleiche und ungleiche Verteilung von Ressourcen in unserer Gesellschaft und für die Zuständigkeit des Bundestages und sicherlich nicht unserer Fraktion. Aber ein paar ganz grundsätzliche Anmerkungen. Sowohl im Antrag der Grünen als auch im Antrag der Bundesregierung, soweit er uns bekannt ist, sind alle Regelungen geschlechtsneutral formuliert. Da mittlerweile sogar von einer Geschlechterquote gesprochen wird, möchte ich hier ganz explizit nochmal auf den Sinn einer Frauenquote eingehen. Frauenquoten wurden hier und in anderen Ländern aus einem einzigen Grund auf die politische Agenda gesetzt. Es gibt eine sichtbare Diskriminierung von Frauen in Führungsetagen und nicht nur dort. Frauen wird der gleichberechtigte Zugang zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entscheidungen verwehrt. Und mit der Frauenquote sollte diesen Zuständen so lange auf den Leib gerückt werden, bis die Gleichstellung auch wirklich in der Praxis ankommt. Es geht nämlich nicht, auch wenn das hier teilweise durchklingt, um den Ausgleich zufällig zusammengesetzter Gremien, wo mal Frauen oder mal Männer in der Mehrheit oder Minderheit sind. Frauen sollen nicht deshalb vertreten werden, weil sie irgendwelche geheimnisvollen Befähigungen haben oder anders mit knappen Ressourcen und ungelösten Herausforderungen umgehen. Und auch wenn das jetzt manche zu erstaunen mag, Frauen sind nicht die besseren Menschen. Sie haben aber das gleiche Recht auf die Beteiligung an wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen. Die Frauenquote ist einzig und alleine eine Antidiskriminierungsmaßnahme. Und erst wenn das Geschlecht keine Rolle mehr bei Einstellung und Beförderung spielt, dann erst, Frau Zollner, dann wird die Quote überflüssig. Und eine strukturelle Diskriminierung von Männern gibt es jedoch nicht. Männer sind in Führungsetagen und in der Politik nicht unterrepräsentiert. Wofür bräuchten sie dann also eine gezielte Förderung? Deswegen teile ich auch die Kritik der Gleichstellungsbeauftragten der Bundesministerien, die völlig berechtigt auch das Quotengesetz der Großen Koalition kritisieren, weil jetzt im öffentlichen Bereich ein echter Rückschritt wartet. In der Novelle des Bundesgleichstellungsgesetzes wird dort die Frauenförderung ohne Not in eine Männer- und Frauenförderung umgewandelt.
Männerförderung ist aber, da müssen jetzt einige ganz tapfer sein, tatsächlich in der Gleichstellung noch nicht angesagt. Die gesellschaftliche Realität liefert andere Ausgangsbedingungen. Der Anteil von Frauen in Vorständen beträgt 5,7%, in Parlament und Politik 30%. 80% der Alleinerziehenden sind Frauen, 87% der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen und 80% aller unbezahlten Tätigkeiten werden von Frauen weggetragen. Ich meine, da muss doch bei Ihnen mal was klingeln. Und wer so tut, dass wir Gleichstellung dann durch die Förderung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts erreichen, der hat das Klingeln nicht gehört und verkennt die gesellschaftliche Realität. Erinnern wir uns immer an die Worte von Grete Nestor, die sagte, die größte Gefahr für die Gleichberechtigung ist der Mythos, wir hätten sie schon. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin. Ich muss leider etwas korrigieren, weil bei uns gab es einen Zahlendreher. Ja, es hat aber nur ein einziger im Haus von Ihnen gemerkt. Eigentlich war es ja ein Test, aber Sie haben es gemerkt. Wir haben nämlich den Gesetzentwurf der Linkspartei nicht angenommen, mehrheitlich. Das war ein Zahlendreher, deswegen möchte ich das noch mal sagen. Entwurf eines Gesetzes über die Aufhebung der Optionsregelung im Staatsangehörigkeitsrecht, Drucksachen 18 1092, 18